Herzlich willkommen zurück hier in Darmstadt beim German Tour Finale 2016. Bitte entschuldigt die kleine Verzögerung, aber jetzt geht's weiter und zwar mit einem Superstar, den wir heute hier schon auf dem TV-Tisch gesehen haben. Oliver Ortmann und sein Kontrahent kommt aus Ludwigshafen, Marcel Brademann. Gespielt wird weiterhin 9 Ball, 5 Gewinnspiele. Der Gewinner des vorangegangenen Spiels stößt auch das nächste an, also sogenanntes Winner Break. Beim 9 Ball werden die Kugeln in der Reihenfolge ihre Werte versenkt, von 1 bis zur 9. 9 ist dann die gewinnbringende Kugel. Und eine Besonderheit ist beim Aufbau, dass die 9 auf dem sogenannten Fußpunkt liegt. Bei vielen Turnieren und auch auf Verbandsmeisterschaftsebene etc. wird die 1 auf den Fußpunkt gelegt, international mittlerweile meist auf dem Fußpunkt, was das Anstoßen etwas erschwert, weil nicht auf sicher eine Kugel fällt, die sonst eigentlich immer fällt. Die fällt bei dieser Art des Aufbaus nicht. Und dann muss man sich ein bisschen mehr mit dem Break beschäftigen. Und so werden wir wiederum die bevorteilt, die sich auch ein bisschen mehr damit befassen. Zum Beispiel einer wie der Oliver Ortmann, der das ganze Spiel ja professionell betreibt. So, keine Möglichkeit gesehen, hier was zu versenken, also Sicherheitsstoß. Und das ist auch sehr gut geglückt. Marcel Brademann, da schauen wir mal, wie er gerade in seiner Gruppe steht, zusammen mit dem Oliver Ortmann. Der Oliver hat 4 gewonnen aus 5 und der Marcel Brademann nur 2 aus 5. Andersrum gesagt, der Marcel braucht einen Sieg gegen den Vize-Weltmeister, Hall of Fame, Zigfacher Europameister, Deutscher Meister. Ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt im Video, da hatten wir vorhin die Begrüßung der 18 Uhr Gruppe. Da wurde gesprochen von einem Video, das auf Facebook und YouTube sichtbar ist. Ja, wenn ihr Billardfans seid, werdet ihr es wahrscheinlich gesehen haben. Ansonsten mal auf YouTube schauen und dort den Namen Efren Reyes eingeben. Efren ist, glaube ich, klar von der Schreibweise und dann R-E-Y-E-S. Und da mal die letzten Videos der letzten Woche mal durchklicken und da ist eins dabei mit ziemlich vielen Klicks und genau von diesem Video war die Rede. Ist nur 1,5 Minuten lang, also schaut es euch an. So, derweil Oliver Ortmann in sicherer Manier unterwegs zum 1-0, hat jetzt noch die 9. Standardball, keine großen Probleme, 1-0. So, meine Damen und Herren, da hätte ich doch beinahe meinen Einsatz verpasst. Und Jochen wird gerade abgelenkt durch einen Anruf, den er gerade entgegennehmen musste.
Und deswegen bin ich jetzt kurz wieder hier drin und sehe schon, dass Oliver wieder 1-0 in Führung ist. Das heißt, sehr souverän hier in seiner Gruppe am Agieren ist. Und, boah, das wäre wieder mal ein krasser Ball gewesen. Und er spielt gegen Marcel Brademann. Aus, spielt für den BBV Mannheim in, nein, nicht mehr, so wie ich sehe, vom T-Shirt gerade. Für Red Lion kann das sein, das ist auch dort in der Nähe, in Ludwigshafen. Und ja, dafür sind Vereins-Shirts da, damit man gleich sieht, wo die Leute zuzuordnen sind. Also er kommt auf jeden Fall aus der Gegend Mannheim-Ludwigshafen. Und mal gespannt, ob er hier dem Oliver Paroli bieten kann. Er ist ein guter Spieler, aber nicht einer von den vielen Bundesligaspielern, die wir hier am Start haben. Und Jochen ist auch wieder zugeschaltet. Ja, habe gerade einen Anruf bekommen vom Herrn Bustamante, der offensichtlich das K60 jetzt gerade gesucht hat. Und ich habe ihm gesagt, er ist zu weit gelaufen. Ist dran vorbeigelaufen offensichtlich, wenn seine Beschreibung stimmte. Hast du ihm gesagt, er soll nicht die Treppen nehmen von ganz unten? Ja, habe ihm gesagt, es gibt könnte auf, ja, etwas länger dauern. Wir sind Aufzug gefahren zusammen vor zwei Tagen im K60 oder vor drei oder vier. Zeit verschwimmt. Nun, ich hätte auch beinahe hier meinen Einsatz verpasst, weil ich wurde auch aufgehalten durch einen Anruf und Gespräch und überhaupt, ja. Hab dich gar nicht mehr erwartet. Und wenn ich alle E-Mails und, wie sagt man, Facebook-Nachrichten und WhatsApp-Nachrichten, kann ich auch nicht alle beantworten. Das erhöht das mediales Aufkommen, sagen wir mal. So, jetzt erwarte ich einen Crossbanker, mindestens, schließlich. Ist es irgendwie dein Schüler oder wie? Warum erwartest du das? Wie bitte? Ist das dein Schüler? Nein. Aber ich kenne ihn von, weil er aus der Ludwigshafen-Mannheimer Gegend ist. Ja, ich weiß. Spielt auch, wie ich vom Shirt sehe, aktuell Red Lion in Oppau, Ludwigshafen-Oppau. Ich kenne ihn noch von BBV Mannheim. Und statt Crossbanker spielt er hier ein Safe. Sehr vernünftig. Glaube ich auch die vernünftigere Lösung, ja. Ich mag keine vernünftigen Lösungen. Na, seit wann das? Ich bin ein Draufgänger, weißt du? Wie verrückt. Voll der Draufgänger. Habe ich nicht draufgängerisch gespielt in den Matches? Doch, das hast du. Das hast du. Ja. Okay, das manchmal stimmt. Manchmal habe ich auch keine Lust dann. Spiel mal safe. Und, wow, super getroffen. Ja, spitze. Das sieht so einfach aus und ist doch so schwer. Genau den Punkt an der 7 zu treffen, dass die Weiße dann direkt stehen bleibt hinter der 9. 7 geht hoch an die kurze Bande. Ein bisschen ein Jumpshot. Mal sehen. Das Schwierige beim Jumpshot ist ja, also inzwischen, in den 80ern haben wir uns noch gefreut, wenn wir es geschafft haben, über die Kugel zu kommen. Inzwischen ist es Standard, über die Kugel zu kommen, ja, mit der entsprechenden Technik. Und jetzt ist das Hauptproblem, jegliches Effet, das du aus Versehen gibst, wirkt sich natürlich krass aus auf den weiteren, auf die weitere Flugbahn der Weißen, möchte ich mal sagen. Ja. Und deswegen mangelt es natürlich, ist die Genauigkeit. Das ist die große Schule. Welche Topspieler? Es gibt nur wenige Topspieler, die wirklich so akkurat spielen, die Jumps, dass sie eine hohe Lochquote da haben. Ja? Fällt mir spontan Darren Appleton ein, der, wo ich sagen würde, der hätte den versenkt. Aber die Liste endet dann fast schon. Die Liste ist nicht allzu lang. Ja. So, spielt der Oliver da ein Kombi, oder? Das ist ja fast eine Zwangskombi, oder? Ich meine, er kann auch ein Safe spielen, klar. Da gibt es mehrere Ideen dazu, aber auch nicht leicht, oder? Schauen da, mal schauen. Oh. Das sieht aber nicht nach Kombi aus. Das sieht aber ganz anders aus. Spielt er die 7 ins Eckloch, ins andere. Ganz verrückt, ja. Ja, tatsächlich. Oh. Ey, hat es fast noch leicht aussehen lassen. Ja, also bei unter 5 Banden wäre die Weiße bei mir wahrscheinlich gar nicht gelaufen. Hätte er fast noch einen Stoppball geschafft da drauf.
Gut, jetzt logische Konsequenz. Da musst du Sicherheit spielen. Perfekt ausgeführt. Also riesen Respekt hier, was er da bringt. Ne? Das ist immer noch großartig. Seit 30 Jahren großartig. Die nannten ihn schon so Machine, ja, wie ich angefangen habe mit dem Billard. 1900. Und er ist jünger. Ja, und er ist jünger wie ich. Ja. Aber nur ein paar Monate, oder? Weiß ich gar nicht genau. Ich glaube 2 Jahre oder so. Ja. Ja. Oh. Oh. Und da hat er das Minimalziel, des Fouls zu vermeiden, ist nicht erreicht. Fest gespielt. Bisschen eine Fee drin gehabt, ja, und das hat sich ziemlich krass ausgewirkt. Mhm. So. Und worum ich eigentlich noch, was ich vergessen habe, noch zu sagen, ist, wir spielen seit jetzt 18 Uhr mit Schiedsrichtern. Da haben wir hier im Bild im Hintergrund den Thomas Bolten aus Oldenburg. Ach so? Mhm. Ja. Der, ich dachte, das sei aus rein dekorativen Gründen. Nein, er ist tatsächlich aktiv. Und so ist es. Und die zwei, respektive mit Danilo Hebestreit, dann drei, sind jetzt schon mal aktiv, weil wir sie darum gebeten haben und natürlich die Schiedsrichter auch so verrückt sind, dann auch noch Ja zu sagen. Das ist weil eigentlich hatten sehr wir gefährlich. Erst ab morgen das vereinbart. Morgen kommt auch noch eine Delegation vom Hessischen Poolbillardverband, die auch noch als Schiedsrichter hier agieren werden. Also ab morgen wird es richtig offiziell. Wieder. Oh, 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 oh. Da geht die Weise ab. Oh, und weg ist die Weise. Wird immer wieder darauf angesprochen, so wie auch aktuell gerade, was ich zur Köfführung von Oliver sage. Und weil das ja nicht so schulbuchmäßig ist. Ich da Probleme mit der Schulter hatte und dass es da wohl auch schon mal eine Operation gab und es einfach für ihn tatsächlich die bequemste Stellung ist. Alles andere würde eher Schmerz oder so verursachen. Ja, weil das so jetzt halt 30 Jahre gewohnt ist, ja. Wenn er dann plötzlich den Arm richtig... viele Jahre gewohnt. Mhm. Und natürlich kann man damit auch treffen, auch wenn es verwunderlich ist, aber der menschliche Körper kann sich ja verdammt vieles gewöhnen, ja. Es ist, natürlich gibt es eine, wie soll man sagen, anatomische, perfekte Haltung, sicherlich die am zweckmäßigsten wäre, aber wie viel Prozent das am Ende ausmacht, wenn einer das, sage ich mal, weniger perfekt lernt und sein Zwillingsbruder, ja, lernt es perfekt, wie viel das im Leistungsvermögen am Ende ausmacht, darüber gibt es noch keine empirischen Studien, die mir bekannt wären, ne? Aber machbar ist, und das zeigen ja solche Beispiele, sicherlich vieles. Ja. Auch Nils Wein ist ein Beispiel, der ja auch eine krasse Köhführung hat, finde ich. Ja, da ist es auch mit dem falschen Auge sozusagen. Ja, da ist ja ein Auge, das extrem dominant ist bei ihm. Ja. Ja. Auch Sebastian Stab ist so. Bustamante habe ich auch schon mal spielen sehen. Der philippinische Stil im Allgemeinen ist ja wirklich der philippinische Stil im Allgemeinen ist ja fast so, dass da viel gerührt wird hinten, ja, sage ich ja mal, und nicht so gerade nicht läuft. Darauf kommt es weniger an, denn der tatsächliche Stoßabschluss ist sowas von gerade. Mhm. Ja, das ist wirklich fantastisch. Einige sagen auch, dass Oliver früher fast gerade den Arm gehalten hat. Daran kann ich mich jetzt nicht wirklich erinnern. Ich kenne ihn natürlich schon seit Ewigkeiten. Ich kenne es eigentlich auch nur so. Ich glaube, ich glaube mich zu erinnern, dass es eigentlich nie wirklich optimal war. Ich kenne es auch nur so und ich kenne ihn jetzt 25 Jahre. Er hat immer diesen kleinen Ausleger gehabt, nicht wahr? Ja.
Und wenn wir ganz weit zurückgehen und uns Legenden wie Mosconi und Ralph Greenleaf oder Frank Tabersky Anfang letzten Jahrhunderts anschauen, da wird das Kö, selbst in Lehrbüchern wird gesagt, sollte man es ganz anders führen. Da haben die das viel weiter vorne gehalten, ja, haben standardmäßig den Arm draußen gehabt, so wie jetzt Oliver, ja. Und das ging auch. Und es war allgemeine Lehrmeinung dort damals. Wobei Material und Umstände natürlich die Erfahrung und das Spiel sich immer weiterentwickelt. Und wenn man damals eben hauptsächlich 14-1 gespielt hat und wenn das in Perfektion geschieht, was sie damals sicherlich gemacht haben oder nah dran waren, dann braucht man nun mal weniger powervolle Stöße wie heutzutage, wenn wir 9-Ball oder 10-Ball spielen. Ich weiß sicherlich, dass Oliver schon immer eine krasse Wirkung hatte. Ja, das auch, ja. Und, unbedingt, ja. Schulbuchmäßig gerade, das wäre mir entgangen. Ja. Nee, das glaube ich auch nicht. Da verwechselt jemand was mit Oliver. Haben wir denn jetzt eigentlich wieder die Anzeigetafel? Läuft die wieder? Habe jetzt gar nicht drauf geachtet, wenn gleich das Spiel ja schon 20 Minuten läuft ungefähr. So, und jetzt kommen wir mal zurück zu unserem Match von den Haltungen. Hier der Marcel, übrigens auch einer, der den Handschuh bevorzugt. Das Thema hatten wir in unserer letzten Match, ne? Er trägt Handschuh. Ja, genau. Und, da habe ich auch eine SMS gerade bekommen vom Daniel Schöpf, der bei unserer Bustamante Race Tour so wunderbar durchs Programm geführt hat in Fürstenfeldbruck. Der hat geschrieben, dass er vermutet, dass ab 2016, also ab jetzt, doch noch der Handschuhumsatz nochmal deutlich angetrieben wird, zumindest was für Eurotour-Spiele angeht, weil es wird Talkum-Verbot geben. Oh, ja, also mein. Ralf, nichts mehr mit dir mit Eurotour. Nur weil sie mehr Umsatz machen wollen. Ja, mehr Hand, die Hand, Billard-Handschuh-Industrie hat also Lobbyisten in der EBBF sitzen. Vielleicht ein wenig übertrieben. Findest du? Die Handschuhfabrik-Lobbyisten sitzen in der EBBF. Nun denn, wieder eine Entscheidung leichter, brauchen wir nicht mehr spielen. Oh, genau, kein Talco mehr, kein Ralf Eckert auf Eurotour. Oh. Wow, super Stoß hier von Marcel und ich weiß ja, dass er spielen kann. Soll er auch ein bisschen was zeigen hier? Ja, bitte. Unbedingt. Wollen ja ein spannendes Match hier sehen und kein 5-0. Schöne Vorlage, schöne Einladung. So, leichter Einsteiger ist anders, aber ist ja auch die Maschine am Ball. Exakt. Aus der Perspektive sieht er gar nicht mal so unvernünftig aus. Stark. Und perfekt gelöst. Wollt ihr die jetzt weiter oder weniger weit? Weniger weit. Mehr Wirkung und weniger weit. Gut gerettet. Ja, das ist noch reine Formsache, oder? Da hast du mich vor 2 Tagen mal kritisiert dafür, dass ich das gesagt habe, als ich gesagt habe, das ist, wie habe ich es genannt?
Eine Routineübung oder so? Aha. Jetzt sagst du es selbst fast. Ja, ich will noch mal sehen. Ich möchte mal sehen, ob ich ihn raussingen kann von der Ferne sozusagen. Genau. Aber es scheint nicht zu funktionieren. Nee. So, gerade Position auf die Finale 9 zum 4:0. Wunderbar. Ich kriege jetzt sogar übrigens, wir kriegen zumindest interessantes Feedback immer. Wir hören uns viele Leute zu. Ja. Und da kriegen wir jetzt schon das erste Beweismaterial geschickt in Form von Videolinks ja, von 1996, wo der Arm vom Oliver fast gerade war. Das ist doch mal ein Thema hier. Der Arm vom Oliver ist absolut Thema. Nun, ich klicke jetzt das Video nicht an und schaue mir bei Gelegenheit mal, schaue ich mir das später an. Vielleicht greifen wir die Diskussion nochmal auf, aber... Ja, wir werden den Oliver ja bestimmt nochmal sehen. Ich lasse mich auch gerne davon überzeugen, dass alles ganz anders war. Das schauen wir uns an. Nicht jetzt, jetzt läuft WLAN gerade wieder. Jetzt werden wir uns das nicht anschauen. Das riskieren wir jetzt nicht. Ganz im Gegenteil, ich wurde sogar gebeten, wenn ich das Notebook nicht brauche. Oder ich schaue nicht an, ich gehe einfach hin und frage ihn selber nach dem Match. Ja, oder im Interview vielleicht. Ja, im Interview. Wir hatten Oliver vorhin schon, aber da hatte ich ihn interviewt. Da kannst du ihn ja gerne nochmal fragen, da können wir direkt drauf eingehen. Also wie gesagt, ich wurde gebeten, auch hier mal das WLAN zu verlassen. Ich lese hin und wieder Ergebnisse vor. Das mache ich jetzt mal nicht. Schaut's mal selbst rein unter germantour.net. Die meisten von euch werden sowieso über die Plattform auch die Spiele verfolgen hier per Livestream. Dann kann man parallel noch ein zweites Fenster aufmachen und sich die Ergebnisse mal anschauen. Wir sind dann hoffentlich wieder top aktuell, wenn alles wieder läuft. Hat man so eine Stunde jetzt ein Problem. Ist das ein nettes Angebot oder lässt man das an sich vorübergehen? Also ich hätte jetzt gesagt, wenn ich 4-0 führe, kann ich das mal... Na gut, man kann es annehmen, man kann es ablehnen. Also, exakt aus dem gleichen Grund. Ja, ist wirklich so. Ja, exakt. Also wenn es jetzt andersrum wäre und Marcel wäre jetzt an der Entscheidung, dann gibt es nur eine Entscheidung, nämlich annehmen. Da gibt es kein Zurückgeben. Wenn ich 4-0 zurücklege, muss ich Bälle versenken. Aus Olivers Sicht ist es natürlich, gibt es für beides gute Gründe. Guck mal. Ah, Chinese Safe. Nur, dass der Marcel ein bisschen größer ist. Ein sogenannter Chinese Safe. Wenn er überhaupt versucht, den zu lochen. Ich meine, da kann man auch gerne nochmal versuchen, safe auf die gleiche Art und Weise zu spielen. Dünner, ne? Nicht zu voll wie jetzt. Ja. Sondern wenn man den angeht, dann vielleicht auch mit der Taktik, wenn er nicht geht, dann eher zu dünn an die lange Bande. Dann rollt sie wieder etwa gegen die Fußbande und die Weiße wieder zurück. Ja. Nee, das war eindeutig ein Versuch. Ja. Oder ganz schlecht gespielt. Aber ich tendiere mal Richtung Versuch. Aber brutal schwer mit dem Übergreifer. Ja, klar. Aber er muss eigentlich auch was versuchen. Mein Gott, der liegt 4-0 zurück. So, jetzt von der 2 zur 3. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Mission. Der ist schwer. Also der Weg ist... gegeben, wenn wir da zwischen 6 und 8 durch, aber das wäre dann das kleine Positionsfeld auf der kurzen Seite der 3. Hoch links lautet die Devise, und zwischen 7 und 5 durch. Hoch links lautet die Devise, zwischen 5 und 7 durch, ja. Oder von mir aus auch, nee, das wird nicht genau zwischen 5 und 8. Nein. Jo, bin mal gespannt. Das sieht nach Rücklauf aus, wenn er da mit dem Köder oben hin zeigt. Wenn er an der 6 vorbeikommt. Dann, ja, wenn er an der 6 vorbeikommt, genau. Dann wird das wohl auch passen. Mit Extension. Und trotzdem noch vorne einen riesen langen Schnabel. Ja.
kommt an der 6 nicht ganz vorbei, aber hat ideal. Sie so dünn getroffen, so dünn, dass es schon wieder, da wird einmal auf den Tisch geklopft für diese Aktion. Obwohl es aus Marcells Sicht sein Schicksal fast zu besiegen. Wir an ja. Hier. Ein ganz schlauer, der Oliver. Ich nenne das kommentatorenfreundliches Verhalten. Ja. So, schöne Position für den Rückzieher, exakt da, wo die Weiße jetzt liegt. Da wäre es auch schön, wenn sie nach dem Stoß wieder liegen würde. Matchball können wir uns schon wieder verabschieden. Schöne Grüße nach Mannheim, möchte ich an dieser Stelle sagen, weil ich relativ nah wieder an der, meiner alten Heimatstadt dran bin. Und bis Moment noch, wir machen gleich die nächste Partie, rufen wir gleich auf. Nächste Partie, genau. Nick Vandenberg gegen Tristan Bialoszewski. Gleich geht's also weiter mit Tristan Bialoszewski und Nick Vandenberg. Ein Top-Match. Internationale Spitze hier in Darmstadt. Schaut bis rein. Gleich. Bis gleich.